Ab zum Tor. Platz. Sie haben Gewehre dabei. Das macht die Sache schlimmer. Was? Erfrischend. Euer Sieg wird von kurzer Dauer sein. Brennt! Brennt! Mehr werden kommen! Wartet, Held! Das ist Ihr Anführer. Mal sehen, was er will. Na? Der da. Ruth der Plünderer. Kommt nur, Held von Seymour! Ich bin Ruth der Plünderer, Geißel der Menschen. Ich töte jeden, der sich für stärker hält. Ja, ich bin stärker. Komm. Zeigt mir den Helden von Seymour. Der kommt nur, um unter meinen Hufen zu sterben. Vor dir. Woher weiß er, dass ihr hier seid? Dumm gelaufen. Ihr könnt euch hinten rausschleichen, wenn ihr wollt. Ich fordere euch heraus. Held von Seymour. Vor dir. Geht doch. Erfrischend. Erfrischend. Ich will ein paar tolle Techniken sehen. Komm. Zack, zack. Und hab. Ich schütze mein Kind. Jetzt vernichtet dieses Ungeziefer. Bitte, im Namen aller sechs Götter, reißt die schurkische Herz heraus. Zack. So. Bitteschön. Ja. Trefft euch im Einsatztrupp beim Zentaurenlager, okay? Ab zum Zentaurenlager, würde ich sagen. Ab nach oben! Irgendwo werde ich doch bestimmt hier hochkommen können. Jippala, jippala. Na, komm. So, geht doch. Warum nicht gleich so? Kleines bisschen. Yep. Hier runter und gutes Feld. Ihr seid meine Verstärkung? Ist der Hauptmann irre? Ich habe mit einem Trupp gerechnet. Ich bin der Held von Jammer. Was denkst du denn? Ich brauche doch keinen Trupp. Los. Wir haben unsere Befehle. Die Waffenstände zertrümmern, die Zentauren reinlocken und sie auslöschen. So. Zack, zack, zack. Ich werde weiterleben. So. Tagebuch. Zack. 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 Wusch. Da kommt Verstärkung. Kommt nur her, mutterlose Ponys. So. Mutterlose Ponys. Das ist ein schöner Titel für die. So. Zack. Wo ist der Unreine? Ihr legt euch mit den Tamini an. Ich zermale eure Knochen. Pop. Staub. Pop. Da sind noch mehr. Wir sollten euch alle, ihr lahmen Gäule. Pop. So. Lass nicht nach, es kommen noch mehr. Ja, ja. Und zack. 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 Erfrischend. So. Einfach mal alles. So. Du. Was hast du eigentlich hier nebenbei mal? Nee. Zack. Geht doch. Puh. Ich bin euch nur da reingefolgt, weil ihr es seid. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben, aber ihr wart großartig. Was habt ihr gefunden? Das Tagebuch eines Soldaten, halb vergraben in dem Käfig. Es trägt das Abzeichen der Falkenkompanie und enthält eine Liste von Überlebenden. Meine Schwester Deborah ist auch darunter.
Sagt der Hauptmann Tervelan nicht, es gebe keine Überlebenden? Tervelan lügt vielleicht, um seine Spuren zu verwischen. In dem Buch steht, er habe den Überfall auf die Falken mit den Zentauren abgesprochen. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Tervelan ein Verräter? Ihr glaubt doch nicht, er hat uns hier alleine zum Sterben rausgeschickt, oder? Er hat in letzter Zeit was gegen mich. Es wäre möglich. Aber keine Bange, Bixby. Wir gehen der Sache auf den Grund. Gemeinsam. Genau das, Bixby. Oh, ich werde angegriffen. Von so einem komischen Bogenschützen. Gott. Alter. Erfrischend. Brenne. Brenne einfach. Brenne. So. Nichts abhauen hier. Bogenschützer. So. Wir werden... Wartet, was habt ihr vor? Ihr müsst noch einmal überlegen. Ich werde alles tun, was nötig ist, um meine Schwester zu finden. Ich werde die Suche nicht abbrechen. Ich sehe zwei Möglichkeiten für euch. Vielleicht solltet ihr Hauptmann Zachary berichten, was geschehen ist. Er kann helfen. Wir könnten Tavernan natürlich auch direkt konfrontieren. Ich bin ganz ehrlich, ich will ihn direkt konfrontieren. Ich will ihn direkt fragen, was der Scheiß soll. So. Dann machen wir mal hier noch auf ein bisschen Kraft. Bisschen Kraft kann nicht schaden, ne? Ausrüsten, verwenden, lagern. Das geht mal nach da unten. Und so. Ja, das kann mal wieder nicht verwendet werden. So. Achso. Ich krieg ja noch was. Ja, ich krieg ja noch was. So, diese Edelsteine zum Beispiel kann man später auch in Gegenstände reinhauen. Ich bin ganz ehrlich, kann man machen, muss man aber nicht. Weil, dementsprechend, wobei den kann ich eigentlich auch reinbauen. Wenn ich mal gucke, in was soll er? Hauen wir erstmal schön in die Brust rein. Dann haben wir da wenigstens ein bisschen schon mal, ne? Das verstärkt hin und wieder ein bisschen was, so. So. Und dann gehen wir direkt rein, konfrontieren ihn direkt. 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 Und so. So, nebenbei kann ich auch noch mal hier ein bisschen die... Nur immer zu! Zack. Zack. Nur so ein Gedanke. So. Zack. Hep. Zack. 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 Ich mach noch mal ein bisschen diese nette Nebenmission. Weil ich finde, sowas gehört halt auch dazu. Und wenn ich gerade sowieso in der Richtung am Machen bin, dann lasse ich das auch nicht doof liegen. Beziehungsweise ich kann ja das auch so in der Hinsicht lassen. So. Hier oben werde ich mal mit dem Ausguck quatschen. Weil je mehr... Die Bürger von Beetletoon leiden unter der ständigen Bedrohung durch Zentaurenangriffe. Viele sind in die Stadt geflohen, um nicht als Gefangene der Zentauren zu enden. Die haben ein Gefangenenlager in den östlichen Hügeln. Die Thunwacht müht sich nach Kräften. Doch selbst Seraphen sind nicht unbesiegbar. Genau. Weil das ist auch immer hin und wieder mal eine interessante Information, die sie da lassen. So.
So. Zack. Und zack. Findet. Ach, der ist gar nicht hier drin. Der ist irgendwo da ganz hinten. Dann. Gottloser Sumpf entdeckt. Oh nein, der gottlose Sumpf. Er ist so gottlos. Dann werde ich jetzt mal die Suche machen. Ja. Hier liegen Tote. Bin ganz ehrlich, ich mache jetzt erstmal nicht die Nebenmission. Habe ich nämlich alles schon mal gemacht und das ist nervtötend. Also ich kann schon mal sagen, vielleicht im Nachhinein zeige ich euch zumindest die ganzen Heldenherausforderungen, Panoramen und so. Aber diese ganzen Nebenmissionen, diese ganzen Herzchenmissionen, das kann man auch so schaffen. Es sei denn, ihr wollt unbedingt, dass ich mal 100% mache. Aber ich hoffe es nicht. Wieso gehe ich eigentlich gerade total falsch? Egal, hole ich mir da hinten erstmal den Wegmarker. So kann ich da hinten, wenn ich da hinten hin will, auch wieder da hinten hin. Ist auch schön, dass hier draußen überall Viecher und hier drin auch nochmal Viech. Weil da ist ein Portal, was uns dementsprechend später auch noch woanders, also in ein anderes Gebiet bringt. Was ja auch nochmal hilfreich wird. So, hier kann man zum Beispiel auch Holz hacken. Da kriegt man nämlich auch noch Material raus. Um das mal ein bisschen zu zeigen. scheiße, da kann ich nicht hochklettern. Muss ich nämlich doch hier außen rum. Ich glaube, hier würde ich überall abrutschen. Aber hier sieht das doch gut aus. Ja, schönes Ding. Grüß Gott. Ich flieg nur mal kurz vorbei. Verfolgt er mich? Ja. War klar. Das war doch sowas von klar. Nein, 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 aus. So, aus. Oh. Mehr zu entdecken. Was haben wir denn da? Stellt euch, Hauptmann Tervalan. Okay. Oh, so. Ey. Möhr hier. Was ist denn Möhr hier? Ist mehr hier? Oder mehr hier? Patz! Oh oh. Schnell. Na. Lass mich rein. Ja, okay. Falle. Eine Falle. War klar. Natürlich lebt ihr noch. Ein paar Zentauren können doch dem Helden von Shaymor nichts anhaben. Außerdem sind die ja eure Spezialität, oder? Ich weiß, was den Falken zugestoßen ist, Tervalan. Wie konntet ihr ihr Vertrauen so missbrauchen und sie den Zentauren zum Fraß vorwerfen? Ich wollte das nicht tun. Meine Soldaten waren am Verhungern. Unsere Ausrüstung war zerstört. Ich musste etwas unternehmen, sonst hätten die Zentauren uns alle getötet. Es stimmt, ich habe die Falkenkompanie verraten, damit irgendein Politiker die Königin als schlechte Herrscherin bezeichnen konnte. Doch so hat der Rest meiner Soldaten überlebt. Ich bekam Geld, um meine Männer mit Ausrüstung, Munition und anständiger Verpflegung zu versorgen. Und ich wurde befördert. Meine Soldaten haben mehr Zentauren getötet als alle anderen Seraphen zusammen. Und zwar nur, weil die Falkenkompanie geopfert wurde.
Und das hat euch nur eine Kompanie Kameraden gekostet. Ihr seid kein Offizier. Ihr seid bloß ein elender, gieriger Verbrecher. Und ihr werdet dafür bezahlen. Ihr und Bixby, hättet ihr nicht rumgeschnüffelt, wärt ihr uns eine große Hilfe gewesen. Aber so endet ihr als Ettin-Futter. Bixby ist es vielleicht schon. Dieses Tor sollte stabil genug sein für euch. Tut mir leid, dass es so gekommen ist, Held. Grüßt eure Schwester von mir, wenn ihr sie seht. Ach, als würde ich gegen Ettin zerlegen. Zack, 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 zack. Oh, da ist der. Da ist er. Feldwebel Bixby. Ich weiß. Batz, batz. War ein bisschen doof. Geblockt. Haha. Erfrischend. Komm mal her. Zack, zack, zack. Oh, noch ein anderer Ettin. Das ist ein Boss-Ettin. Zack. Gepanzert. Batz. Und brenne. Log. So. Und schon kann ich Feldwebel Bixby wiederbeleben. Zerstört das Tor und flieht aus der Höhle. Okay, machen wir doch locker flockig. Patz. Jetzt nicht aufgeben. Bam. Klopf, klopf. Erfrischend. Ah, Logan. Hey, geht es euch gut? Ja, Hauptmann. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Tervelan hat nicht nur zwei weitere Mordversuche auf dem Kerbholz, er war es auch, der die schreienden Falken verraten hat. Das stand auch in Bixbys Brief. Tervelan bestand darauf, dass niemand in der Höhle sei, was ich kaum glauben konnte. Ich bin froh, dass ihr herausgekommen seid. Hauptmann, ich glaube, Tervelan weiß etwas von den Überlebenden der Falkenkompanie. Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Nur zu. Wenn er Wiedergutmachung leisten kann, ist das in seinem eigenen Interesse. Im Gefängnis kann es hart sein für Verräter. Habt ihr gehört, Tervelan? Antwortet lieber. Es ist ein weiter Weg bis ins Gefängnis. Und die Straßen sind heutzutage ja sowas von unsicher. Genau. Sowas von unsicher. Ups, Kopf ab. So. Halt, tötet mich nicht. Ich sterbe keinen ehrlosen Tod, um irgendeinen reichen Politiker zu schützen. Ich habe den Kerl nie getroffen, aber er hat seine Briefe mit Minister Arten unterschrieben. Er hat mich dafür bezahlt, dass ich die Falken Company in den Hinterhalt schicke. Was für ein Vorteil hätte ein kreitanischer Minister von deren Tod. Wenn eine ganze Kompanie Seraphen stirbt, fällt das auf. Wie ich hörte, haben die Minister den Tod der Falkenkompanie benutzt, um der Königin Verschwendung von Soldaten und Geld in Ebonfalke vorzuwerfen. Also war es ihr Plan, dass die Königin schlecht dasteht, um die Leute gegen das Abkommen aufzubringen. Genau. Jedenfalls legten Artens Briefe das nahe. Ich habe nur Befehle befolgt. Ich habe ihnen eine bestimmte Route für die Patrouille gegeben und Arton sagte, wo sie sein werden. Der Rest haben die Zentauren erledigt. Und ihr seid dafür befördert worden. Nicht wahr, Tervelan? Also, was machen wir jetzt mit Tervelan? Wir haben den Namen seines Auftraggebers. Ich sage, wir töten ihn. Er hat nichts anderes verdient. Nein, wir brauchen ihn noch für die Öffentlichkeit, um die Ehre der Falken Company wiederherzustellen. Also, Würde. Wildheit. Wir sehen es an
das anders. Aber das können wir ihn zu...